Funny Story. Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Bunny's Diary. Heute gibt es die erste Folge von How to Artgerecht, denn in dieser Serie möchte ich sehr häufig gestellte Fragen kurz und sehr schnell für euch erklären. Und heute habe ich auch schon die erste Folge, und zwar geht es um das Thema, wie man genau Wiese anfüttert, da der Frühling ja wieder beginnt und den Kaninchen Wiese anbieten kann. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Es ist ganz wichtig, dass man die Wiese langsam anfüttert, denn wenn man dies zu schnell macht und einfach von heute auf morgen das Gemüse weglässt und die Kaninchen einfach Wiese bekommen, können die Kaninchen Blähungen und Durchfall bekommen, weswegen man es eben ganz langsam anfüttern sollte. Zu Beginn empfehle ich euch übrigens Löwenzahn, Klee, Schafgarbe, Spitzwegerich, Wiesenbärenklau, Giersch und auch ein paar Gänseblümchen, aber dazu wird auf jeden Fall noch ein Video online kommen. Doch jetzt dazu, wie man Wiese genau anfüttert. Am ersten Tag solltet ihr auf jeden Fall kein Gemüse weglassen, was die Kaninchen bekommen, und einfach eine Handwiese zusätzlich verfüttern. Am zweiten Tag müsst ihr ebenfalls kein Gemüse weglassen und ihr könnt zusätzlich zwei Hände Wiese verfüttern. Am dritten Tag könnt ihr vier Hände Wiese verfüttern, also einfach jeden Tag verdoppeln. Am vierten Tag könnt ihr dann quasi circa acht Hände Wiese verfüttern, also quasi, wie schon gesagt, immer jeden Tag verdoppeln. Am fünften Tag wären es theoretisch dann 16 Hände voll Wiese, aber ich würde einfach sagen, dass ihr das so grob abschätzt. Wie ihr das hier auch in der Veranschaulichung sehen könnt, habe ich immer mal wieder Gemüse weggenommen. Es ist aber halt einfach wichtig, dass den Kaninchen 24 Stunden Futter zur Verfügung steht. Wenn eure Kaninchen tagsüber in den Auslauf dürfen, dann solltet ihr diese Menge an Wiese, die sie dort fressen, auch ein bisschen mit einberechnen, also vielleicht eine Hand weniger geben oder so. Wenn jedoch euer Kaninchen in dieser Zeit, in der ihr Wiese anfüttert, Durchfall bekommt, solltet ihr auf jeden Fall etwas weniger Wiese verfüttern. Da kann ich auch Petersilie empfehlen, das hilft sehr gut gegen Durchfall und Blähungen. Und wenn ihr dann eben genügend Wiese verfüttert, könnt ihr natürlich nach und nach immer etwas Gemüse weglassen. Wenn ihr viele verschiedene Pflanzenarten pflückt, dann könnt ihr eure Kaninchen auch komplett von Wiese ernähren, aber wie gesagt, dazu werde ich noch ein Video drehen. Und wenn ihr noch weitere Tipps und Tricks zum Wiesepflücken braucht, dann verlinke ich euch dazu gerne nochmal ein Video, welches ich schon gedreht habe. Und bei weiteren Fragen stellt sie sehr gerne in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns morgen zum nächsten How-to-Artgerecht-Video. Lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben oder auch ein kostenloses Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis morgen. Tschüss!